Do you love me? Da. Oh, we did this for how many hours? Like an hour or two. For 5 hours. Don't say that. Yeah. Oh, special effect. Wir waren hier gerade, was ist denn das eigentlich, Urgent Care? So eine Art Notaufnahme. So eine Art Notaufnahme, aber es ist nicht die Notaufnahme, weil das ist ja Emergency. Ich will nicht husten. Also, auf jeden Fall hier, Madame ist krank. Es heißt ja immer von der guten Organisation, ne? Bezahl die Versicherung, eine Zusatzversicherung, extra bezahlen. Alles geregelt, kein Problem, kannst du überall zum Doktor gehen. Und was ist? Man sitzt hier rum, die Pflegeassistentin probiert dann die, diese Versicherung da zu erreichen. Geht keiner ran, natürlich. Und jetzt müssen wir weiter gucken. Krank hoffentlich ist. Klappt es nicht. Möchtest du noch was dazu sagen, wie angepisst ich unterdrück mir gerade meinen Husten die ganze Zeit. Also wenn ich gleich richtig, wenn mein Kopf gleich explodiert, weißt du, woran es liegt. Jetzt gerade noch am Parkplatz, ne? Da regt die sich auf und jetzt hier so. So sieht's aus hier in Amerika. Werdet niemals krank, wenn ihr Au-pair seid. Gut, im normalen Krankenhaus wurden wir auch weggeschickt. Wir sollen jetzt in die Notaufnahme. Guck mal, wegen dem Husten, ne? Fake. Die Deutsche wieder. Probieren wir es halt bei der Notaufnahme, ne? Wenn wir sonst nicht angenommen werden. Tessa, was hast du? Du hast Husten, oder? So, 2 Stunden später sind wir raus. Und das, was sie verschrieben bekommen hat, ist erstmal Codein. Und ja, Codein, bekannt in der Rapper-Szene als, ich glaube, ja, als Droge. Als Droge, ja. Ja. Ja, schön, dafür gehe ich auch zum Arzt. Ich weiß, dass ich einen Husten habe. Na, Tessa, wie viel hast du jetzt bezahlt? Ich würde sogar den Husten. $51. Dabei war das Codein noch billig. Das war gleich dort.